أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بالأمس ذكرنا ما يتعلق ب لماذا ندرس الفقه. Im Namen Allahs, Allah Erbarmer, des Barmherzigen. Wir haben gestern alle Dinge erwähnt, die mit dem Fiqh zusammen zu tun haben. وذكرنا أيضا ما يحتوي هذا الكتاب أو كتب الفقه تحتوي على قسمين. Und wir haben erwähnt, dass die Bücher in diesem Thema des Fiqh sich in zwei Teilen. عبادات ومعاملات. Dass sie Anbetungen bearbeiten und den Umgang. وبهذا تعلم أن هذه الشريعة لم تترك شيئا. وأنها شريعة لم يطرق العالم مثل هذه الشريعة. Und dadurch sehen wir, dass diese Gesetzgebung von Allah nichts ausgelassen hat und eine Gesetzgebung ist, die für alles da ist. وهذه الشريعة علمتنا كل شيء ما يتعلق بعبادة رب العباد وما يتعلق بالتعامل مع العباد. Und diese Scharia, diese Gesetzgebung hat uns alles beigebracht und zwar die Anbetung des Allerbarmers, des Barmherzigen und alles, was mit den Menschen zu tun hat. ففيها الشاهد والمشهود له. فهذه الشريعة تشهد أنها حق وأنها جاءت من عند من هو الحق سبحانه وتعالى. Und deswegen hat diese legt diese Gesetzgebung selber Zeugnis für sich selber ab und hat viele Zeugnisse für sich selber. Weil sie kommt von dem alle sie kommt von Allah und er ist die Wahrheit. قلنا أن الفقهاء رحمهم الله تعالى في العبادات يذكر أركان الإسلام مع الجهاد. Und wir haben gesagt, dass die Gelehrten im Thema vom Fiqh alle Säulen des Islam erwähnen und den Dschihad dazu. وإذا لابد أن نبدأ بالطهارة بكتاب الطهارة. Und deswegen ist es Pflicht für uns, dass wir anfangen mit dem Thema der Reinheit. والطهارة قلنا تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة باطن وطهارة ظاهر. Und wir hatten gesagt, dass die Reinheit sich in zwei Teilen lässt: die innere Reinheit und die äußere Reinheit. فلابد أولا من طهارة الباطن من الشرك. Und wir haben gesagt, es ist als erstes Pflicht, die innere Reinheit durchzuführen, und zwar die Reinigung vor dem Ungläubigen und dem Götzendienst. والبدع والمعاصي. Und den Neuerungen und den Sünden. وهذه أمراض تعتري الإنسان. Und das sind alles Krankheiten, die den Menschen befallen. مرض شبهات ومرض شهوات. Und es gibt diese zwei Arten von Krankheiten. Die erste Art ist die Krankheit der Zweifel und die zweite Art ist die Krankheit der Gelüste. ثم بعد هذا طهارة حسية، طهارة من الحدث وطهارة من النجاسة من الخبث. Und die zweite Art von Reinheit ist die Reinheit des Körpers von außen. Das heißt die Reinheit von jedem körperlichen Dreck und von jedem äußerlichen Dreck. مرة أخرى. Ein weiteres Mal. الطهارة تنقسم إلى قسمين. Die Reinheit lässt sich in zwei teilen. طهارة حسية وطهارة معنوية. نعم. Eine Reinheit, die man fühlen kann, also äußerlich, und eine in der Bedeutung. الطهارة المعنوية هي الطهارة من الشرك والبدع والمعاصي. Die Reinheit mit der Bedeutung ist die vor den inneren Unreinheiten, wie zum Beispiel dem Götzendienst oder den Sünden. أما الطهارة الحسية، الطهارة للظاهر، تكون إما طهارة من حدث وهو أكبر أو أصغر، أو طهارة من خبث. Und die äußerliche Reinheit ist die des Körpers. Das heißt, entweder das, was aus dem Menschen rauskommt, klein oder groß, oder durch Dreck, der den Körper befallen kann. Die kleine Unreinheit kann man mit einer ganz normalen Waschung, also dem Wudu, wegmachen. Und die große Unreinheit kann man mit einer Ganzkörperwaschung wegmachen. Und die große Unreinheit kann man mit einer Ganzkörperwaschung wegmachen. Und wenn man die äußerliche Unreinheit wegmachen will, dann muss man drei Sachen säubern. عن البدن, den Körper säubern. والثوب, und die Kleidung säubern. والمكان الذي تصلي فيه, und den Ort säubern, wo man betet. وتزال النجاسة بماذا? Und mit was wäscht man denn diese Unreinheit? بالماء وهو الأصل. Mit Wasser als erstes. وإن لم نجد الأصل نذهب إلى الفرع وهو التراب. Und wenn wir diese
dieses Wasser, also die Basis, nicht finden, dann gehen wir ins Detail und nehmen zum Beispiel Staub oder Also nehmen wir als erstes, schauen wir, ob wir Wasser finden. وإن عدم الماء لم نجد الماء أو تعذر استعمال الماء نذهب إلى الفرع وهو التراب. Und wenn wir kein Wasser finden oder das Wasser da ist, aber man es nicht benutzen kann, weil man zum Beispiel dadurch krank wird, danach benutzen wir den Sand. Oder? والماء ينقسم إلى قسمين. Und das Wasser lässt sich in zwei Teilen. طهور ونجس. Ganz sauber und dreckig. طهور ونجس. Sauber und unrein. نعم. فالماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته. Das Wasser, was rein ist, ist das, was immer so bleibt. مياه الأنهار. Zum Beispiel das Wasser der Flüsse. والآبار. Oder der Brunnen. والأمطار. Oder das Regenwasser. فهذه الماء إذا كان باقي على خلقته فالأصل فيه أنه طهور. Und wenn dieses Wasser so bleibt, wie es ist, zum Beispiel als Regenwasser oder als Brunnenwasser, dann ist das sauber. فإذا تغير هذا الماء أو تغيرت أوصاف هذا الماء بنجاسة لكن هذه النجاسة أثرت في الماء. Wenn dieses Wasser wie Regenwasser, Brunnenwasser verändert wird, also wenn die Eigenschaften sich ändern, zum Beispiel durch einen Dreck oder Unreinheit, und das Wasser verändert hat, في الطعم, zum Beispiel den Geschmack des Wassers verändert hat, أو اللون, oder die Farbe des Wassers verändert hat, أو الرائحة. Oder den Geruch des Wassers verändert. ينتقل الماء إلى النجاسة. Dann wird aus diesem sauberen Wasser wird unreines Wasser. إذن الأصل في الماء لو اختلفنا في ماء هذا الماء عندي الآن. نعم. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Wasser anschauen. هذا الأخ يقول هذا الماء طهور. Dieser Bruder sagt, das Wasser ist sauber. وهذا يقول لا هذا الماء نجس. Und der andere sagt, nein, das ist unrein. ما مع من الحق؟ Wer hat recht? نعم ماذا تقول الأصل في الماء الطهور هذا إذا كان يدعي النجاسة نقول لابد أن تأتي بدليل على نجاسة الماء وهو تغير أحد أوصاف الماء الثلاثة طعم أو لون أو ريح نعم Wir gehen von der Grundlage aus, dass das Wasser immer rein ist, immer sauber ist. Das heißt, wenn jemand behauptet, dass dieses Wasser unrein ist, also dreckig ist, muss er uns beweisen, dass dieses Wasser eine andere Farbe hat oder einen anderen Geschmack oder einen anderen Geruch. Er hat zum Beispiel ein Kleid gekauft und wollte in diesem Kleid beten. Dann sagt ein anderer, dein Kleid ist dreckig. Und er selber sagt, nein, das ist sauber. مع الأصل الأصل في الأشياء الطهارة. Wer hat jetzt recht? Wir sagen, die Grundlage in allen Dingen, auch in der Kleidung, ist, dass sie sauber sind. فإذا وجدنا في هذا الماء تغير لأحد الأوصاف الثلاثة ينتقل إلى النجاسة. Wenn wir also zum Beispiel in diesem Wasser eine dieser drei Eigenschaften finden, entweder Farbe anders oder Geruch anders oder Geschmack anders, dann ist das von sauber auf dreckig geworden. ماء البحر. Das Wasser des Meeres. هو ماء لكن ماء بحر يعني فيه ملوحة. Es ist Wasser, aber es ist das Wasser des Meeres. Das heißt, es ist sehr salzig. هل تغير بنجاسة؟ Ist es mit einer Unreinheit dreckig geworden? لا. Nein. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء. Nein, weil und der Prophet صلى الله عليه وسلم hat dazu gesagt, das Meereswasser ist sehr sauber und sehr rein. إذن مرة أخرى الماء ينقسم إلى قسمين. Also nochmal, das Wasser lässt sich in zwei Teilen. طهور ونجس. Unrein und sauber. فالطهور والماء الباقي على خلقته. Das saubere Wasser ist على ما خلقه الله. Das saubere Wasser ist das, was so geblieben ist, wie Allah es erschaffen hat. فإذا تغير هذا الماء تغير خرج بهذا ما لم يتغير الماء. نعم. إذا تغير الماء يعني لدينا الآن ماء هذا الماء مفهوم أو لدينا برميل فيه ماء. 100 لتر مثلا. Wenn wir zum Beispiel ein ganze, also 100 Liter Wasser haben in einem Gefäß. وسقط في هذا الماء 100 لتر نقطة من بول. Und da ist ein Tropfen Urin reingekommen. تغير تغير؟ لا لا يتغير، إذا باقي على الأصل، نعم. Und hat es sich dann verändert? Es hat sich nicht verändert. Das heißt, es bleibt trotzdem rein. لكن إن تغير هذا الماء، تغيرت أوصاف الماء الثلاثة، الطعم أو اللون أو الريح، ينتقل. إلى النجاسة.
Wenn sich es aber ändert, also eine dieser drei Eigenschaften, die Farbe oder der Geschmack oder der Geruch sich ändert, dann ist das von sauber auf unreines Wasser gegangen. Na, فهذا الماء اذا الماء ينقسم الى قسمين. Und das ist also das Wasser, was sich in zwei Teilen lässt. Na. طيب بعدها ننتقل الى التراب وقلنا التراب هو بدل عن الماء الماء هو الاصل والتراب هو الفرع. Und danach gehen wir jetzt zum Sand. Wir haben gesagt, die Basis ist das Wasser. Wenn kein Wasser da ist oder nicht benutzt werden kann, dann nimmt man Sand. التراب للتيمم. Den Sand nimmt man dafür, um Tayammum zu machen, also um die Ganzkörperwaschung zu ersetzen. متى ننتقل الى التيمم؟ Wann gehen wir rüber zum Sand und lassen das Wasser? عند عدم الماء. Wenn es kein Wasser gibt. أو عدم القدرة على استعمال الماء يكون برد شديد أو مرض مثلا. Oder wenn man das Wasser nicht benutzen kann, wenn es zum Beispiel sehr kalt ist oder man krank ist. كذلك إذا ولغ الكلب من الإناء شرب من الإناء لأن الكلب أكرمكم الله إذا أراد الشرب من الإناء ما يمكن يشرب إلا بإخراج اللسان. نعم. Oder wenn zum Beispiel ein Gefäß da ist, wo Wasser ist und ein Hund ist gekommen, um davon zu trinken. Und er kann nur trinken, wenn er seine Zunge reinmacht. شرب من هذا الإناء مثلا. Er hat zum Beispiel von diesem Gefäß getrunken. فماذا نصنع؟ Was machen wir? نريق كل ما في هذا الإناء. Wir kippen das ganze Wasser weg. ونغسل هذا الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب. يعني نضع في أول مرة التراب ثم بعد هذا ست مرات الماء ونريق. نعم. Was machen wir? Wir waschen dieses Gefäß siebenmal. Das erste Mal waschen wir es mit Erde, also Sand, und danach sechsmal mit Wasser. نعم. تقدم معنا الوضوء. نعم. Wir haben schon die Waschung durchgenommen, also den Wudu. وتقدم معنا ذكر ما يتعلق بالوضوء من شروط الوضوء. نعم. Und wir haben auch schon erwähnt, was zum Wudu dazugehört, zum Beispiel die Bedingungen dafür. Und die Pflichten des Wudu. Und wir haben gesagt, wie viele Pflichten gibt es im Wudu? Es gibt sechs Pflichten. Das Gesicht zu waschen mit der Nase und dem Mund. Und die Hände bis zu den Ellen. Dass man die Hände wäscht bis zu den Ellen. ومسح الرأس مع الأذنين. Und dass man den Kopf wäscht mit den Ohren. وغسل الرجلين مع الكعبين. Und dass man die beiden Füße wäscht bis zu den Knöcheln. والترتيب نرتب على ما رتب الله سبحانه وتعالى. Und dass wir die Reihenfolge einhalten, die Allah uns vorgeschrieben hat. والموالاة هو أن لا تؤخر غسل عضو وقول الذي قبله قد جف. يعني تجعل العبادة متصلة لا منفصلة. Und dass das alles hintereinander geht. Das heißt, wenn du deine Arme wäschst, ist dein Gesicht noch nicht getrocknet. وذكرنا كذلك نواقض الوضوء. Und wir haben genauso erwähnt, alle Dinge, die den Wudu zerstören. وذكرنا كذلك الاغتسال. Und wir haben auch die Waschung, die Ganzkörperwaschung erwähnt. وأن على صفتين. Und dass es auf zwei Arten geht. صفة كمال وصفة إجزاء. Es gibt eine vollkommene Art und eine ausgenügende Art. نعم. وكذلك ذكرنا فيما تقدم الله أعلم ما يتعلق بقضاء الحاجة. Und wir haben auch erwähnt, wie man sein Geschäft verrichtet. نعم. وذكرنا من آداب قضاء الحاجة. Wir haben auch erwähnt, dass wenn man das Geschäft verrichtet, also auch so geht, was man macht. التسمية عند الدخول أي قبل الدخول. Dass man بسم الله sagt, bevor man reingeht ins Klo. وقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. Und dass man sagt, oh Allah, ich suche Zuflucht bei dir vor den männlichen und weiblichen Jinn, vor allem Dreckigen, bevor man reingeht. نعم. ويدخل برجله اليسرى. Dass man mit links ins Bad reingeht. ووجوب الاستتار من أعين الناس. Und es ist Pflicht, dass wenn man das macht, nicht gesehen wird von den Augen der Menschen. إما أن يدخل في هذه المراحيض والحمامات الموجودة أو يبعد إذا كان في الفضاء. Wenn er draußen ist, dann geht er so weit weg, bis keiner ihn mehr sieht. Oder wenn er hier in den Häusern ist, dann geht er in dieses Zimmer, ins Bad. ينقطع عن ذكر الله. Und er hört auf, Allah zu gedenken. ولا يتكلم بكلام البشر العادي. Und er redet auch nicht normales Gerede in der Toilette. إلا لحاجة. Außer dass er muss reden. ولا يدخل بشيء فيه ذكر الله كالقرآن أو الكتب. Oder er geht auch nichts, er bringt nichts mit rein in die Toilette, worin Allahs Erwähnung ist, zum Beispiel der Koran oder Bücher. وذكرنا أيضا
ما يتعلق بالباو القائمة أنه يصح الباو القائمة بشرطين. Und wir haben auch erwähnt, dass es erlaubt ist, im Stehen zu pinkeln mit zwei Bedingungen. أن يعمل من انكشاف العورة. Erstens, dass er nicht seinen ganzen Schambereich zeigt. ويأمن أنه لا يرتد عليه شيء من رشاش البول. Und dass er sicher davor ist, dass nichts zurückspritzt auf ihn. كذلك يتحرم مكان رخو يعني غير صلب لبوله حتى لا يرتد عليه الرشاش. هذا إذا كان يبول في غير المراحيض. نعم. Wenn er zum Beispiel außerhalb ist und nicht im Bad, dann sucht er sich einen Ort aus, wo die Erde weich ist, damit es nicht zurückspritzt auf ihn. ولا يبول بأماكن يؤذي فيها الناس ولو كانوا كفار. Und er pinkelt nicht an Orte, wo er die Menschen damit stört, auch wenn es Kuffar sind, also Ungläubige sind. أماكن اجتماع الناس وجلوس الناس. Zum Beispiel an Orten, wo die Menschen normalerweise sich sammeln oder sitzen. أماكن الظل. Oder die Orte, wo sie die Menschen schatten. تحت الأشجار المثمرة. Oder unter Bäumen, die Früchte tragen. ولا يبول في الماء الواقف الراكد. Oder er pinkelt auch nicht in Wasser, was zum Beispiel fest ist und nicht fließt. Ja. نعم. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. Und er geht auch nicht mit dem Gesicht zur Qibla oder mit dem Rücken. ولا بد من قطع الوساوس في قضاء الحاجة. Und man muss alle Einflüsterungen weglassen, wenn man sein Geschäft erledigt. لا يمس ذكره بيمينه. Er fasst sein Glied nicht mit seiner rechten Hand an. يعني يستعمل اليد اليسرى. Er benutzt die linke Hand. نعم. وإذا انقطع انتهى البول أو الغائط لابد أن يقطع هذا الخارج إما باستعمال الماء واستعمال الماء أمر واضح. Und wir müssen, er muss davon sicher gehen, dass nichts mehr von seinem Körper rauskommt, also an Tropfen oder an Dreck, wie zum Beispiel, dass er das mit Wasser macht. وإلا استعمل الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة كالمناديل والخرق. Oder er benutzt Steine oder alles, was die Steine ersetzen könnte, wie zum Beispiel Tücher oder Papier. بشرط أن تكون طاهرة لا نجسة. Und das, was er benutzt, das muss sauber sein, nicht undreckig, nicht dreckig. ثم لابد من ثلاث مسحات. Und es ist Pflicht, dreimal sich zu waschen, also dreimal mit diesen Tüchern drüber zu gehen. ولا يصح أن يمسح بمنديل واحد من جهة واحدة ثلاث مرات لأنه ما استفاد شيء في الثاني والثالث. الأولى كان المنديل طاهر، ثم بعد هذا أصبح نجس. نعم. Und es ist nicht erlaubt und nicht klug, dass man mit einem Tuch an der gleichen Stelle dreimal putzt. Warum? Weil wenn er das erste Mal putzt, dann ist dieses Tuch dreckig. Und wenn er zweite Mal und dritte Mal putzt, dann hat er keinen Nutzen davon. Und er soll Nutzen davon haben, indem er andere Orte benutzt. فإن انقطع البول والغائط بثلاث مسحات فيكتفي بهذه الثلاثة ولا ينقص عن الثلاثة. لابد من ثلاث مسحات. Wenn er es schafft, mit dreimal sein Urin abzustillen und das dass es aufhört zu fließen, dann ist das gut. Aber er soll nicht weniger als dreimal machen. Wie weiß er, dass es aufgehört hat zu tropfen, dieses Urin, das nicht mehr kommt? Indem er beim dritten Mal zum Beispiel sieht, dass es trocken ist. Wenn er beim dritten Mal immer noch ein nasses Tuch hat an der Stelle, wo trocken war, dann weiß er, dass es immer noch kommt und er macht mehr als dreimal. فإن انقطع مثلا بأربع مسحات يستحب له أن يقطع على وتر، يعني على خمس يزيد الخامسة حتى يقطع على وتر، ولو قطع على أربع لا إشكال. Und wenn er es schafft, mit dem vierten Mal es zu trocknen, dann ist das gut, aber es ist besser für ihn und näher zur Sunna, dass man ungerade Zahlen nimmt. Das heißt, dass er das fünfte Mal auch noch wäscht, aber er kann auch bei vier bleiben. ولا صح أن يستعمل طعام للإنس أو للجن أو لدواب الإنس أو لدواب الجن. Und es ist nicht erlaubt, dass wenn er sich gerade waschen will vom Urin oder vom Dreck, dass er dafür das Essen der Menschen oder das Essen der Jin dafür benutzt. أو بشيء فيه ذكر إنه لابد يكون فيها اسم الله سبحانه وتعالى. Oder dass er zum Beispiel etwas benutzt, worin Allahs Erwähnung ist, oder zum Beispiel Zeitungen, arabische Zeitungen, da ist unbedingt Allahs Name drin. ثم بعد هذا إذا أراد الخروج يقدم الرجل اليمنى
Wenn er dann rausgehen will aus dem Bad oder aus der Toilette, geht er mit dem rechten Fuß zuerst raus. ويقول غفرانك أي يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستر عليه الذنوب ويتجاوز عنها. Und danach sagt er غفرانك, also er bittet Allah um Vergebung, dass Allah ihm seine Sünden zudeckt und keinem zeigt und er sie ihm vergibt. يعني يسترها عليه وتجاوز عنها. Er vergibt, also er deckt sie ihm zu, keiner von den Menschen sieht es und Allah nimmt sie ihm weg. لأنه تذكر عند الخروج أن الله سبحانه وتعالى أذهب عنه الأذى الحسي وأراد أن يذهب أن يذهب الله سبحانه وتعالى عنه الأذى المعنوي. Weil wenn er rausgeht, erinnert er sich daran, dass Allah gerade diese Schmerz oder diese Unreinheit von ihm weggenommen hat im Bad. Und er will auch diese Unreinheit von innen, vom Herzen, die Sünden wegbekommen. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Und Allah weiß es am besten.